Wenn ich in Deutschland bin, komme ich immer mal wieder in den Genuss des Oldtimer-Fahrens. Die Oldtimer-Clubs kenne ich zum Teil hier, Konstanz und Ludwigshafen und natürlich auch in Ravensburg. Heute waren wir mal wieder unterwegs. Es ist immer der Hintergedanken der Oldtimer-Clubs. Der Joe macht Filme und er darf mit. Das mache ich sehr gerne, denn die Filme sind beliebt von mir. Ab und zu hat man natürlich auch Pech, wie neulich mit einem BMW von Joe. Und heute war das. Wir fragen mal ganz kurz den Besitzer des Oldtimers, was war los? Also in einer langgezogenen Rechtskurve war nach der Kurve der Öldruck weg. Und das ist einfach ein bisschen blöd, aber laufen tut er noch. Okay, wie man hört, und jetzt geht's mit dem ADAC ein Stück weiter und morgen ist er dann wieder auf Tour. Nach morgen. Ab morgen dann wieder auf Tour, aber ich höre schon, morgen nicht. Naja, er wird schon wieder werden, der Öldruck war weg, der Motor läuft noch, also kein Motorfresser, nichts. Noch kurze Gespräche mit dem ADAC-Fachmann, wie man ihn aufhängt jetzt an das Fahrzeug, ein amerikanisches System, wie ich sehe, und das funktioniert. Die Räder laufen mit vorne und hinten ist er hochgebuckt. Danke ADAC, es hat alles geklappt. Gott sei Dank gibt es die gelben Engel. Und Soltan hat es hervorragend gemacht, obwohl das Fahrzeug ja nicht die Karosserienormen hat, die der Abschleppdienst eigentlich braucht, um Fahrzeuge sicher abzuschleppen. Aber es hat geklappt.